Herzlich willkommen zu diesem Video Bilder im Geschichtsunterricht. Und hier geht es ja insbesondere um das Thema Bildtypen und da besonders um Alltagsbilder. In unserer letzten Darstellung geht es letztlich um das Thema Armut. Armut hier in einer Karikatur, in dem Fall hier eine Karikatur in einem englischen Magazin Punch des Jahres 1870. Und hier wird eben eine reiche Dame in den Vordergrund gestellt, hier ein armer Junge, der hier zu verdammt ist, quasi hier zu putzen, um seinen Lebensunterhalt schon als Kind zu verdienen. Hier die Frau, die kein Interesse an dem Kind hat, eher ein Interesse hat an diesem Schaufenster, was hier für schöne Kleider gibt, mehr Interesse hat an dem Hund, dem es sichtlich besser geht als hier dem Jungen, der eben hier aufgrund der Umstände verträgt dann herumgehen muss und arbeiten muss. Und hier sieht man dann eine Abbildung aus dem Jahr 1908, wo eine Form von Kinderarbeit dann kritisiert werden soll, hier in einer Baumwollspinnerei, das zum Zeitpunkt, wo Kinderarbeit an und für sich in den USA schon längst verboten war. Also die Abbildung fordert, und ist die erwünschte Wirkung, den Menschen so auf, dass er Anteil nimmt, dass er genauer hinschaut, dass er Armut erkennen kann und dass diese Armut vielleicht vorerst versteckt abläuft und dass man sich eben dann nicht hier abwendet, sondern sich der Armut zuwendet und sie dann vielleicht auch dann verändern sollte. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und bis sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.